Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr wisst es, nach meinem Neuzugänge-Video folgt in der Regel mein Sub-Votings-Video, mein What I Read Next-Video. Und genau das habe ich heute für euch. Ich habe mir mal wieder ein Special überlegt, also eine Überschrift, die diesen Monat quasi meine Votings-Bücher zieren wird. Und zwar ist das tatsächlich Neuzugänge. Ich habe in meinem letzten Video diese vier Bücher bereits vorgestellt. Also sie sind euch, wenn ihr das regelmäßig verfolgt, was ich hier uploade, sind sie euch schon sehr bekannt. Das sind einfach vier Bücher, die gerade erst eingezogen sind, aber wovon ich direkt eins quasi von meinem Sub befreien möchte. Das soll kein Ladenhüter werden und deshalb dachte ich mir, machen wir mal ein Neuzugänge-Special. Video. Ja. Ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem ersten Buch. Teenie Voodoo Queen. Ich habe es bei uns im Supermarkt geholt. Ich habe hier noch die Treuepunkte. Ja, gut zu wissen. Rewe-Treuepunkte. Ja, das wäre Nummer 1 des Subvotings. Nina McKay, Teenie Voodoo Queen. Ich konnte nicht dran vorbeigehen, also es ist kein Mängelexemplar. Das Buch ist ja schon ein bisschen älter und deshalb ist die Buchpreisbindung wahrscheinlich aufgehoben worden. Ich kann es ja sagen, ich habe 3,99 € dafür bezahlt. Und dafür, ja, ist es jetzt mein. Es ist von September 2019. Piper Verlag. München 2018, also ja, irgendwann 2018, 2019 ist es erschienen. Ist das eigentlich erste Auflage? Muss ich mal gerade gucken. Ungekürzte Taschenbuchausgabe. Aber steht jetzt auch nichts dabei, welche Auflage es ist. Auf jeden Fall wäre das Buch Nummer 1 und ich erzähle euch jetzt, um was es geht. Mein Name ist Dawn Decent und ich bin die wohl mieseste Voodoo-Hexe des Universums. Die Sache mit der Voodoo-Hexen-Abendschule hatte sich Dawn wirklich anders vorgestellt. Aber dann bedroht eine Naturkatastrophe ihre Heimatstadt New Orleans und zwingt Dawn mit den Loas, götterähnlichen Voodoo-Geistwesen, zusammenzuarbeiten. Gemeinsam mit einem ziemlich attraktiven Ex-Alligator und einem vorübergehend sterblichen Loa stellt sie sich den dunklen Voodoo-Mächten, um ihre Stadt zu retten. Während Dawns Mitschülerinnen sich schwer um die beiden Jungs an ihrer Seite beneiden, zieht Dawn in einen schier aussichtslosen Kampf, in dem sie nicht nur ihr Herz riskiert, sondern auch weit mehr als ihr eigenes Leben. Buch Nummer 1. Von dem zweiten Buch habe ich jetzt auf Bookstagram schon sehr, sehr viel Gutes gehört. Und zwar wäre das die unerhörte Reise der Familie Lawson. TJ Klune mit seinem typischen Cover Stil, nenne ich es einfach mal. Und man muss halt auch einfach dazu sagen, dass er einen ganz, ganz besonderen Schreibstil hat. Seine Bücher sind besonders, sage ich jetzt einfach mal. Also sowohl Mr. Parnassus als auch Wallace Bryce waren ganz anders als andere Bücher, muss ich einfach so sagen. Und wenn ich dem Ganzen Glauben schenken darf, ist das hier auch so. Aber wir könnten jetzt mal live und in Farbe diesen beknackten Sticker abmachen. Ich bin ja froh, dass sie nicht aufgedruckt sind wie das hier. Das ist nämlich aufgedruckt. Das nervt mich ein bisschen. Aber ja, jetzt habe ich diesen Sticker an mir kleben. So, furchtbar. Das ist auf jeden Fall ein Buch, das recht schnell von meinem Sub wandern wird. Egal, wie das Voting ausgehen wird. So, ich hatte gerade Wortfindungsstörungen. Aber jetzt erzähle ich euch, um was es geht. Wahre Liebe kennt keine Hindernisse. Auf einer idyllischen Lichtung tief im Wald lebt die Familie Lawson. Vater Giovanni ist ein Roboter, sein Sohn Victor ein Mensch. Mit ihnen wohnen dort noch ein rabiater Pflegeroboter und ein schüchterner kleiner Staubsauger. Die Lawsons sind zufrieden, sie haben einander und mehr brauchen sie nicht. Doch als Victor dem geheimnisvollen Androiden Tom begegnet, gerät ihr friedliches Leben in Gefahr und sie müssen ihr Zuhause verlassen. Buch Nummer 2. Das nächste Buch, das habe ich euch auch schon erzählt, ist ganz lange auf meiner Wunschliste gewesen und ich habe ganz lange wirklich bei uns in der Buchhandlung es im Auge gehabt. Sagen wir mal so, ich bin immer darum geschlichen und wollte es haben. Das habe ich es. Dank Payback-Punkten. Andreas Dutters Zodiac Love Band 1, der heißt Starlight in Our Dreams und
Es geht halt um zwei Jungs und um Sternzeichen. Und für Sternzeichen bin ich ja immer zu begeistern. Ich meine, ich mag Hexen. Ich bin jetzt nicht der Hardcore-Vertreter, dass Sternzeichen immer die Wahrheit sprechen oder Horoskope immer die Wahrheit sprechen. Aber meiner Meinung nach treffen sehr viele Charaktereigenschaften auf Menschen zu, deren Sternzeichen auch diese Charaktereigenschaften, ja, anpreist, sag ich jetzt mal. Also das heißt ja, Löwen sind hitzig und ich kenne sehr, sehr viele Löwen, die sehr temperamentvoll und sehr hitzig sind. Aber das ist jetzt nur mal ein Beispiel, da könnten wir jetzt noch stundenlang drüber philosophieren. Da sagt der eine, nein, das stimmt gar nicht, und der andere sagt, doch, das stimmt schon. Ja, halten wir das einfach mal zurück und gucken, um was es hier überhaupt geht. Felix ist Sternzeichen Fische und liebt Astrologie. Ganz untypisch für sein schüchternes Fischewesen hat er sich getraut, seine Heimat Österreich hinter sich zu lassen und ein Auslandsstudium am University College in Cork anzutreten. Alles lässt sich erstaunlich gut an. Alles lässt sich erstaunlich gut an. Das klingt für mich irgendwie seltsam, aber so heißt's. Sogar sein Nebenjob bei einem Herrenausstatter, bis er auf den schroffen Owen trifft. Owen, der am UCC Medizin studiert, hält im Gegensatz zu Felix überhaupt nichts von Astrologie. In einer hitzigen Diskussion kommt es zu einer Wette zwischen ihnen. Owen soll verschiedene Sternzeichen daten und Felix wird voraussagen, wie die Dates laufen. Die Einsätze sind hoch, doch die Wette gilt und sorgt für Herzklopfen, das beide nicht so erwartet hätten. Buch Nummer 3. Und dann, last but not least, das letzte Buch, Dark Sigils. Ich denke, dazu muss ich gar nicht so viel sagen. Ich habe Band 1 sehr, sehr gerne gelesen. Es war jetzt kein Highlight für mich, aber ich habe es gerne gelesen, sagen wir mal so. Jetzt ist Band 2 erschienen und bin auf jeden Fall nach dem Cliffhanger vom ersten Band gespannt, wie es hier weitergeht. Also das wird tatsächlich auch nicht so lange auf meinem Sub liegen bleiben, egal was das Voting jetzt diesen Monat sagt. Die Dark Sigils sind die mächtigsten Artefakte, die je geschmiedet wurden. Doch im Tausch gegen ihre Magie nehmen sie uns alles, die eigene Freiheit und die Chance, lieben zu dürfen, wen wir wollen. Meine einzige Hoffnung besteht darin, mit den Rebellen zum geheimnisumwitterten achten Dark Sigil zu gelangen. Nur mit seiner Hilfe werde ich mein Leben selbst bestimmen können. Aber der Weg dorthin ist gefährlich und ich weiß nicht, ob Adam ihn mich gehen lässt. Denn er kennt die Dunkelheit, die von der Welt Besitz ergreifen wird, wenn die Sigilträger sich ihrem Schicksal widersetzen. Buch Nummer 4. So, wie immer, ihr wisst, mache ich noch einmal den Schnelldurchlauf, weil man sich in 8 Minuten ja nicht 4 Bücher merken kann. Ja, aber ich mache es trotzdem. Und deshalb Buch Nummer 1, Teenie Voodoo Queen von Nina McKay. Buch Nummer 2, Die unerhörte Reise der Familie Lawson von T.J. Clune. Buch Nummer 3, Starlight in Your Dream, in Our Dreams von Andreas Dutter. Und Buch Nummer 4, Dark Sigils, wie die Dunkelheit befiehlt von Anna Benning. Ja, das waren alle 4 Bücher. Ihr dürft entscheiden, welches Buch soll ich im Juni von meinem Stapel der ungelesenen Bücher befreien. Ihr dürft es gerne in die Kommentare schreiben. Ihr dürft auch gerne, jetzt wenn das Video online geht, sollte auch eine Insta-Story online gehen. Also schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Dort könnt ihr dann auch noch einmal mitbestimmen. Ich werde immer so ab der Hälfte des Monats alle Stimmen auswerten und dann langsam anfangen, das Buch zu lesen. Also ihr habt dann, wenn das Video online kommt, immer mindestens 1-2 Wochen Zeit abzustimmen. Ich werde eure Stimme nicht berücksichtigen, außer ihr kommentiert halt erst am 28. oder so des Monats. Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann!